Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute wird's sportlich. Mit Karamals Sprint. Das ist mir erst so gar nicht aufgefallen im Laden. Das weiß ich noch. Ich weiß nur leider nicht mehr, wo ich es her habe. Ich glaube, es war aus irgendeinem Getränkemarkt. Und ja, jetzt musste ich dann tatsächlich nochmal nachlesen, was ist denn mit dem Sprint und ist das überhaupt eine andere Sorte? Ja, tatsächlich, das ist die kalorienreduzierte Variante zum Karamals Classic. Und ich lese ein bisschen vor, was auf der Dose steht, und jetzt, bevor ich das dann probiere, dann erzähle ich euch noch ein bisschen was, was der Hersteller hier auf seiner Webseite schreibt. Also, wir haben hier Karamals isotonisches Sportgetränk. Merkt euch das, isotonisch? Da kommen wir gleich noch dazu. Ja, genau, hier, da steht 0,0% Alkohol. Isotonisch, kalorienreduziert. Das kalorienreduziert bezieht sich auf die klassische Karamals. Das ist noch eine wichtige Info. Hier nochmal alkoholfrei, also wirklich 0,0 ist drin. Und hier, also offiziell heißt das kalorienreduziertes Erfrischungsgetränk mit 7,4% Gerstenmalzextrakt und Süßungsmitteln. Juhu! Zutaten sind Wasser, Gerstenmalz, Kohlensäure, Farbstoff E150C, Säurungsmittel ist Milchsäure. Oh ja, und natürlich das Aroma. Süßungsmittel ist Sucralose. Zucker wurde durch das Süßungsmittel Sucralose ersetzt. Das Ganze ist von der Privatbrauerei Eichbaum. Genau. Und das war alles, was hier ist, noch was drauf. Karamals Sprint, hier, genau. Haha. Karamals Sprint hat 34% weniger Kalorien als Karamals Classic. Da ist es. Dank der reduzierten Kalorien schmeckt es weniger süß und ist isotonisch. Wie auch Karamals Classic enthält es 0,0% Alkohol. Ja, und jetzt also, viele Infos. 34% weniger Kalorien. Was ist da passiert? Was haben die gemacht? Warum ist es isotonisch? Also auf der Website sagen die, isotonisch heißt. Jetzt habe ich was gelernt, das wusste ich mir nicht, wird ja überall, taucht das immer mal in der Werbung auf. Also isotonisch bedeutet, dass eine Flüssigkeit die gleiche, was war das, das gleiche Verhältnis von Nährstoffen in der Flüssigkeit zu Flüssigkeit, also Nährstoffanteil zu Flüssigkeit, wie das in unserem Blut ist. Das habe ich nicht, ich bin kein Mediziner, von daher habe ich jetzt nicht geguckt, wie ist denn das Verhältnis und was muss da drin sein, aber zumindest irgendwie das soll dann helfen, dass Nährstoffe dann besonders gut von unserem Körper aufgenommen werden können, wenn es in einer Flüssigkeit dem entspricht wie in unserem Blut. Was haben die jetzt hier gemacht? Die haben den Malz, die Malzbasis reduziert und haben ja Sucralose reingehauen, also ein Süßstoff, und dadurch ist jetzt hier 48% weniger Zucker drin und 34% weniger Kalorien als bei der Classic Karamals. So, jetzt aber genug der Fakten, genug des Hintergrundes. Jetzt will ich wissen, wie das denn schmeckt. Zack, knick, knack. Wie riecht's? Riecht nach Dose und Malzbier. Blubber, blubber. Da ist es. Klassische Färbung, schöne Schaum, sehr schön, sehr schön. Malzgeruch. Okay, schmeckt wie mit Wasser verdünntes Malzbier, aber mit einer komischen Süße. Also, spontan hätte ich gesagt, es ist süßer, ist aber gleichzeitig auch bitterer. Also es ist nicht so eine seltsam, womit. Okay, ja, also es schmeckt ein bisschen ja wie mit Wasser verdünntes Malzbier. Es schmeckt dünner. Gleichzeitig war die Süße irgendwie so ein bisschen penetranter, was wahrscheinlich durch den Süßstoff ist. Wenn der Haut, der gibt wahrscheinlich ordentlich Süße. Ja. Also wenn es eiskalt ist. Vielleicht, also für die mal probieren, die nicht so viel Zucker in sich reinballern wollen und Malzbier mögen. Ich hatte mal eine, als ja, Kind, Jugendlicher hatte ich mal eine Malzbierphase und zwischendurch, aber jetzt bin ich da irgendwie raus. Nicht mehr so meins, also liegt jetzt, glaube ich, nicht an dem. Nicht mehr so, irgendwie nicht mehr so meins, also, tja. Also wer das mag, nach dem Sport sich sowas reinzuhauen, kann das mal probieren. Hat zumindest weniger Kalorien. Aber vom Geschmack, boah, ja.
Ja, also, wie war das früher, wenn es Schee macht, wenn es durchlöscht, keine Ahnung, ja, müsst ihr selbst entscheiden, sorry, da kann ich jetzt, bin ich irgendwie, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also, falls ihr euch notieren wollt, so sieht die Verpackung aus hier, Karmals Sprint, so. Guckt, ja, tut mir leid, dass ich an der Stelle nicht genauer ins Detail gehen kann. Also dafür viel Hintergrundwissen. Ich hoffe, wir haben alle was gelernt. Ich fand es sehr interessant, was da alles geht, was isotonisch heißt. Ja, liked, teilt, shared, fleißig, kommentiert. Vielleicht wisst ihr auch genauer, was isotonisch ist und was das mit unserem Blut zu tun hat. Und ja, dann freue ich mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.